Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 32, Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle Stunde gegen kriminelle Botnetze vorgehen. Hessische Bundesratsinitiative muss auf Bundesebene schnell umgesetzt werden. Es beginnt der Kollege Feilmann, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Thema Internetkriminalität nimmt einen immer breiteren Raum in unserem täglichen Leben ein. War dies vor einigen Jahren noch hinterlegt mit den Begriffen Virenbefall oder eventuell Trojaner zum Ausspeichern gespeicherter Daten auf einzelnen PCs, so hat das Ganze heutzutage eine ganz andere Qualität, und dies in einem Ausmaß, wo die Politik aufmerksam werden muss und, wenn sie ihre Aufgabe ernst nimmt, auch zum Schutz des Gemeinwesens handeln muss. Nicht mehr einzelne Computer werden angegriffen, sondern Hunderttausende von Computern werden von kriminellen Gruppen und auch Terroristen widerrechtlich zusammengeschlossen und quasi wie Zombies als willenlose Werkzeuge zum Leben erweckt, als Waffe eingesetzt. Strafbar ist diese Handlungsweise wegen Fehlens geeigneter Rechtsnormen noch nicht in vollem Umfang. Es bedarf einer entsprechenden Änderung der strafrechtlichen Vorschriften im Strafgesetzbuch. Sie werden jetzt fragen, warum wir einen Vorgang der Bundesgesetzgebung gerade zum Thema einer Aktuellen Stunde gemacht haben. Nun, meine Damen und Herren, die Hessische Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen sehen es als ihre Pflicht an, hier unter anderem auch im Sinne des Schutzes der Bürger tätig zu werden, denn die Systeme jedes Einzelnen von uns können involviert sein. Den Menschen das Gefühl zu geben, hier nicht alleingelassen zu werden, ist auch eine Aufgabe von verantwortungsvoller Politik. Und daher hat Hessen allen voran die Initiative ergriffen. Natürlich ist nicht nur jede Privatperson in Gefahr, Opfer eines Missbrauchs ihres PC-Systems zu werden. Längst laufen ständig ernstzunehmende Angriffe auf öffentliche Infrastrukturen. Beispielhaft nennen möchte ich hier die Angriffe auf den Bundestag in 2015, auf ein deutsches Stahlwerk mit einem dadurch beschädigten Hochofen 2014, die Angriffe auf einen französischen Fernsehsender und eine belgische Zeitung in 2015 oder einige Jahre davor die Stuxnet-Attacke gegen die Steuerung iranischer Atomkraftwerke. Die Palette reicht dabei, wie wir sehen, vom Ausspähen von sensiblen Daten bis hin zur versuchten Steuerung von Betriebsabläufen. Auch das Lahmlegen von Servern durch eine Unzahl von Anfragen oder das unbemerkte Mithören und Mitsehen in bisher unzugänglichen Räumen über z.B. Smartphones ist Teil dieser kriminellen Aktivitäten. Es gibt keinen Bereich des privaten oder öffentlichen Lebens, der als dagegen absolut gesichert bezeichnet werden kann. Leider kann man hier auch überwiegend nur reagieren und nicht agieren. Doch zumindest das Reagieren muss z.B. bei der Strafverfolgung möglich sein und muss zu empfindlichen, vielleicht im Einzelfall auch abschreckenden Strafen führen. Aus diesem Grund wurde im Bundesrat eine hessische Initiative gestartet, welche die unbefugte Benutzung informationstechnischer Systeme, also den sogenannten digitalen Hausfriedensbruch, angemessen unter Strafe stellen soll. IT-Systeme sind mindestens so schutzwürdig wie das Hausrecht. Kriminelle Handlungen gegen sie betreffen das innerste Sicherheitsbedürfnis jedes einzelnen Menschen und sind emotional besonders schwer zu verkraften, wenn man erkennen muss, dass dieser ganz besonders geschützte Bereich angegriffen wurde und der eigene PC als Tatwerkzeug bei einer Straftat missbraucht wurde. Meine Damen und Herren, Hessen ist auch personell bereits heute gut aufgestellt, um den drohenden Gefahren des Internet und hier auch insbesondere des sogenannten Darknet zu begegnen. Trotzdem dürfen wir nicht nachlassen, die Entwicklungen genauestens zu verfolgen und ihnen auch mit einem adäquaten Ressourcenmanagement zu begegnen. Aufbauend auf diesen vielfältigen Erfahrungen der bisherigen Arbeit hat Hessen schnell und zielgerichtet auf die neuen Bedrohungen reagiert und hier bundesweit eine Vorreiterrolle übernommen.
Die von Hessen vorgeschlagene Strafnorm ist ausgewogen. Sie schützt auf der einen Seite vor allem bestimmte, besonders sensible Systeme und enthält auch eine Bagatellklausel. Auf der anderen Seite sieht sie für besonders schwerwiegende Begehungsformen höhere Strafandrohungen vor, endlich auch z. B. mit verdeckten Ermittlern gegen Botnetzkriminalität vorzugehen. Die Initiative wurde zwischenzeitlich im Bundesrat beschlossen und im Bundestag zugeleitet. Der Bund ist nun in der Verantwortung, diesen offensichtlich guten hessischen Vorschlag schnell umzusetzen, um den Vorteil der schnellen Reaktion nun auch in zählbare Ermittlungserfolge mit den entsprechenden Strafzumessungen zu packen. Meine Damen und Herren, die Hessische Landesregierung sowie die Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN sind sich ihrer Verantwortung sehr wohl bewusst und werden auch in Zukunft mit allen Mitteln der Justiz ebenso wie mit den Möglichkeiten der Polizei die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes bei der Abwehr von Internetkriminalität schützen. Vielen Dank, Kollege Feilmann. Das Wort hat der Abg. Tobias Eckert, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Um den rechtlichen Teil relativ kurz und knapp am Anfang abzuhandeln. Erstens. Der digitale Hausfriedensbruch wird in der Phase des sogenannten Spreading, also der Infiltration des eigenen Netzes, verwirklicht. Und zweitens. Es besteht eine weitreichende Kriminalisierung der Spreading-Phase. Je nach Ausgestaltung der Botware ist das Spreading von den § 202a, 202b, 300a Strafgesetzbuch und § 44 Absatz 1 in Verbindung mit § 43 Absatz 2 Nummer 4 Bundesdatenschutzgesetz erfasst. Insoweit ist das, glaube ich, deutlich, dass daher eine weitere Strafnorm sicherlich alles andere als zielführend ist, da es auch weder aus internationalen Vorgaben noch mit Blick auf das potenzielle Schutzgut ergibt sich eine Notwendigkeit der weiteren Kriminalisierung, meine Damen und Herren. Und daher gilt, wie bei vielen gesetzgeberischen Initiativen in diesen Bereichen, wir benötigen keine neuen Strafnormen, sondern mehr Mittel für die Strafverfolgungsbehörden, um die bestehenden Tatbestände auch effektiv durchzusetzen. Kollege Feilmann hat es angesprochen, der weitreichende Ausfall z.B. der Telekom-Router hat der breiten Öffentlichkeit das Thema IT-Sicherheit noch einmal deutlich gemacht und sie dafür sensibilisiert. Und das ist gut so. Wenn etwas abends auch in den Tagesthemen der Tagesschau thematisiert wird, dann erfährt das eine breite Masse. Und es ist eben kein Nischenthema, sondern betrifft weite Teile der Bevölkerung. Aber statt Strafrechtsfragen zu diskutieren, geht es um die konkrete IT-Sicherheit, die technisch realisierbar ist und einen wirksamen Schutz gegen Spreading und Malware auch eigentlich darstellen könnte. Immerhin ist das auch in der Union nicht sozusagen ganz abwegig, wenn Thomas Jatzombek, internetpolitischer Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion, mitteilt, die Telekommunikationsunternehmen müssen ihrer Verantwortung gerecht werden. Wir brauchen klare Haftungsregeln für Anbieter. Dies betrifft Schäden, die den Angegriffenen entstehen, aber auch eine Rücknahmeverpflichtung der Hersteller, wenn keine Sicherheitsupdates zur Verfügung gestellt werden. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, all dies zeigt auf, dass es auch andere Alternativen gibt, um dieses Thema Herr zu werden. Und nimmt man die Aussagen der Ministerin zu diesem Thema ernst, was sie so schreiben, dann könnte schon der harmlose Scan von Sicherheitsforschern etwa nach verwundbaren Ampelsystemen oder Wasserwerken schon strafbar werden. Es könnte sich ja um die Vorbereitung eines Botnetzes handeln. Meine Damen und Herren, so schützt man die IT-Sicherheit nicht. Was sollte eigentlich geschehen? Tatsächlich müssen Hersteller von mit Internet verbundenen Systemen endlich verstehen, dass ihre Software Konsequenzen in der physischen Welt haben. Ob es sich nun um Server von Google, dem Router von Telekom oder anderen Provider handelt, die aktuellen Vorfälle zeigen jeweils, dass es dort mehr an Problemen herrscht und Lösungen erforderlich sind, als wir das bisher vielleicht der ein oder andere angenommen haben. Sinnvoll wäre, den Vorschlag auch aufzugreifen, Hersteller, die ihre Software nicht mehr pflegen, müssen den Quellcode der Community offenlegen und eine Bearbeitung durch Sicherheitsforscher, Programmierer und Hacker ermöglichen. Andernfalls werden sie für die Folgen der Sicherheitslücken verantwortlich gemacht. Hier könnte tatsächlich geregelt werden, dass Geräte, die auf dem deutschen Markt angeboten werden, eine gewisse Zeit auch offiziell unterstützt werden und unterstützt werden müssen.
Um künftige Hackerangriffe zu erschweren, fordert z.B. Jörg Schwenk vom Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit der Ruhr-Universität Bochum eine Herstellerhaftung und intensive Testverfahren für neu auf den Markt kommende Router, die auch unbekannte Schwachstellen mit einbeziehen. Der Professor sagt in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, ich zitiere, das ist aber ein Kostenfaktor, den Hersteller bei der Produktentwicklung scheuen. Zitat Ende. Und genau bei diesen Themen könnte öffentliche Hand intensiv unterstützen und Hilfe leisten, meine Damen und Herren. Auch die Provider müssen sich überlegen, wie sie mit der neuen Bedrohungslage umgehen wollen. Heiß diskutiert wird in diesem Zusammenhang ein Vorschlag der Bundesnetzagentur, Bots notfalls vom Internet zu trennen, ein Mittel, das sicherlich kurzfristig helfen würde, aber viele unbedarfte Nutzer aber vor den Kopf stoßen würden und möglicherweise ohne Erklärung und ohne Internetzugang zurücklässt. Auch die Telekom hätte wohl um die Probleme mit ihren Routern wissen können. Ähnliche Fehler tauchten unter dem Namen Miss Fortune Cookie schon vor rund 2 Jahren auf. Den Fernwartungskanal dauerhaft offen zu halten, ist ein unnötiges und obendrein vermeidbares Risiko, war das doch mit einer der Schwachstellen in diesem System. Denkbar wäre, über den Port nur einmal am Tag nach Updates zu schauen. Sie sehen, meine Damen und Herren, es gibt ganz viele Detailfragen in diesem Bereich, wo wir effektiv und tatsächlich mit technischen Lösungen IT-Sicherheit in unserem Lande stark machen können. Mit CRISP in Darmstadt haben wir ein Kompetenzzentrum, das wir mit ausreichender Unterstützung des Landes weiter vorantreiben können, die innovativen Firmen in Hessen unterstützen, die sich auf diesem Weg begeben haben und wirklich etwas für IT-Sicherheit in unserem Land tun würden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Eckert. Das Wort hat der Abg. Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die CDU macht heute Morgen hier ein sehr wichtiges Thema zur Aktuellen Stunde. Vielleicht nicht ganz so aufregend wie das davor, aber auch aus unserer Sicht sehr wichtig. Nur gehen Sie leider mit bemerkenswerter Inkompetenz an dieses Thema heran. Für einen in den 70er-Jahren politisierten Menschen währt meine Freude, dass die Bots wieder zurück sind auf der Tagesordnung, auch nur kurz. Doch zum Problem. Ihre mangelhaften Lösungsansätze und zu dem, was wirklich geschehen muss. Die Hälfte aller internetfähigen informationstechnischen Systeme in Deutschland sind mit Schadsoftware verseucht. Sprich, Kriminelle übernehmen unsere Geräte. Diese Dimension des Problems benennen Sie in Ihrem Gesetzentwurf, den sich der Bundesrat jetzt zu eigen gemacht hat, selber. Und Ihre Lösung? Sie wollen die unbefugte Benutzung informationstechnischer Systeme unter Strafe stellen. Herr Eckert hat gerade schon darauf hingewiesen, wie die strafrechtliche Situation bereits aussieht. Wir stimmen zu, dass IT-Systeme mindestens ebenso schutzwürdig sind wie das Hausrecht. Aber sie gehen eben nicht an die Verantwortlichen ran, die diesen Missstand aktiv abhelfen können. Wir brauchen dringend eine geschlossene Kette für Haftung und Verantwortlichkeit. Der aktuelle Stand der Technik, die tatsächliche Umsetzung der derzeit verfügbaren Sicherheitsmaßnahmen muss verpflichtend werden. Und die Einzigen, die dazu technisch in der Lage wären, sind die Hersteller und die Netzbetreiber, die die Geräte vermarkten. Im ersten Schritt brauchen wir deswegen eine verpflichtende Angabe, in welchem Zeitraum und mit welcher Aktualität Sicherheitsupdates garantiert zur Verfügung gestellt und ausgespielt werden für alle Klassen von vernetzten Geräten. Und was der gerade aktuelle Stand der Technik ist, das müssen Wissenschaft, Sicherheitsforscher, Industrie und Staat kollaborativ dynamisch untereinander definieren. Die zuständigen Behörden können dabei nur die Rolle des Moderators übernehmen, weil wir viel zu langsam und schwerfällig reagieren. Im zweiten Schritt, und auch darauf hat Herr Eckert bereits hingewiesen, brauchen wir Haftungsregeln mit starken ökonomischen Anreizen.
starke ökonomische Anreize, die dafür sorgen, dass nur noch Geräte auf dem aktuellen Stand der IT-Sicherheit ausgeliefert werden. Denn solange niemand um seinen Bonus in der Chefetage fürchten muss, solange kein Konzern strenge Strafen für Schlamperei riskiert, solange weiter Internet-Gadgets ohne belastbare Sicherheitsverantwortungskette in unsere Netze gelangen, wird sich an der Situation nichts ändern. Und das wäre richtig. Und nicht ein Gesetzentwurf, in dem Sie selber sagen, ich zitiere aus Ihrem Gesetzentwurf, für die Wirtschaft entsteht oder entfällt kein Erfüllungsaufwand. Das ist ein Kotau vor den wirklich Verantwortlichen, an die wir ran müssen. Wir müssen schon an die Verantwortlichen rangehen. Sie tun das nicht. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Rentsch, Fraktionsführer der FDP. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Kollege Eckert hat ja für die Kollegen der Sozialdemokraten aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte genannt. Ich glaube, es besteht in diesem Parlament kein Dissens über die Frage, dass wir bei diesem Themenkomplex mit einem extrem wichtigen Themenkomplex zu tun haben. Und diese Botnetze und auch ihre Möglichkeiten der Instrumentalisierung, wir haben das ja jetzt gerade auch in den zurückliegenden Jahren gesehen. Das Beispiel Telekom ist noch jedem im Kopf, weil vielleicht der ein oder andere, ich meine, der größte Anbieter in Deutschland, davon betroffen war. Aber auch das, was man damit machen kann, welche Instrumentalisierung des Internets man damit letztendlich voranbringen kann, das ist, glaube ich, jedem mittlerweile mehr oder weniger bewusst. Die Kolleginnen und Kollegen, die sich damit juristisch beschäftigen, wissen eigentlich, dass die Frage des Straftatbestandes, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, wahrscheinlich nicht der erste Punkt ist, der diskutiert wird. Das hat auch Kollege Wilken gesagt. Ich glaube, über diese Frage zu diskutieren, sollte nicht den Konsens hier trennen nach dem Motto, dass wir bei diesem Thema Handlungsbedarf haben. Aber klar ist natürlich auch, und ich denke, das darf man schon sagen, es ist immer wieder der Reflex als Erstes, es gibt ein Problem, wir bieten dazu einen Straftatbestand an, und dann ist das Problem gelöst. Wenn es so einfach wäre, meine sehr geehrten Damen und Herren, sollten wir das StGB an einigen Stellen noch ein bisschen erweitern, weil dann hätten wir das ganze gesellschaftliche Problem, das wir an vielen Stellen haben, möglicherweise gelöst. Die Realität sieht natürlich völlig anders aus. Und deshalb ist es eben so, dass wir existierende Straftatbestände haben mit § 202a, 202b, 303a, ich will das gar nicht alles aufzählen, also eine Reihe von Straftatbeständen, die in diesen Bereichen einschlägig sein können. Und dass die zweite Thematik natürlich, die eine wichtige Rolle spielt, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht als FDP klar ist, wie kann man diese Straftatbestände im Rahmen der Strafverfolgung realitätsnah umsetzen. Und da fangen wir doch einmal ganz vorne an. Straftatbestände zu überprüfen, zu verfolgen, ist zunächst einmal eine Frage auch der technischen Ausstattung. Und dieses Thema, können sich die Kolleginnen und Kollegen in diesem Landtag, glaube ich, daran erinnern, haben wir in unterschiedlichen Regierungskonstellationen diskutiert. Ich darf aber selbstkritisch sagen, dass wir auch der Auffassung sind, dass, wenn man sich zurzeit die Justiz anguckt, und Frau Ministerin, ich weiß, dass Sie da einiges machen, das will ich absolut auch mal hier unterstreichen, aber dass wir schon wissen, dass Justiz und Polizei trotzdem denjenigen, denen sie hinterherarbeiten müssen, hoffnungslos unterlegen sind, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist ein Teil der Erkenntnisse, die wir letztendlich auch haben. Und deshalb, das, was wir jetzt an Strafverfolgung, was Sie hier, ich sage mal, ein bisschen medienwirksam natürlich auch im Rahmen einer Bundesratsinitiative, wie wir das in der letzten Zeit ja häufiger erleben im hessischen Justizministerium, auf den Weg bringen, das ist eine Situation, die aus unserer Sicht wahrscheinlich an praktischen Hindernissen scheitern wird und nicht an einem fehlenden Straftatbestand, den es aus unserer Sicht schon gibt. Und deshalb ist diese Fixierung auf das Strafrecht aus unserer Sicht auch fehlerhaft, weil sie den Blick verstellt für die Maßnahmen, die wirklich notwendig sind. Wie kann man IT-Sicherheit verbessern? Kollege Eckert hat das gesagt. Da geht es schon darum, dass wir bei der Frage erstens die Strafverfolgungsbehörden ordentlich ausstatten und möglicherweise auch mit Spezialeinheiten hier agieren, die technisch und auch vom Know-how so ausgestattet sind, dass sie es mit den Hackern, mit diesen absoluten Spezialisten, es ein Stück weit aufnehmen können.
und dass wir auf der anderen Seite über die Frage diskutieren können, ob wir, das ist gerade genannt worden, im Rahmen einer möglicherweise auch verschärften Produkthaftung mal darüber nachdenken, dass diejenigen, die anbieten, auch für die Frage der IT-Sicherheit ihrer Systeme verantwortlich sind, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist aus unserer Sicht eher ein Punkt, der uns deutlich nach vorne bringen würde. Ich will offen sagen, wenn man sich das anschaut und auch die Unschärfe des vorgelegten Entwurfs sich anschaut, glaube ich, kommt man zum Ergebnis, er ist nicht geeignet, er ist zu unbestimmt aus unserer Sicht, wird dem Bestimmtheitsgebot nicht gerecht, und er ist deshalb nicht nötig, meine sehr geehrten Damen und Herren, weil er dem Ziel, das wir gemeinsam haben, aber nicht sozusagen positiv zur Seite steht. Und deshalb will ich abschließend sagen, wir werden diesem Antrag nicht zustimmen können, nicht weil wir nicht gemeinsam das Ziel haben, diesen Bereich konstruktiv anzugehen, sondern weil dieser Gesetzentwurf nicht das Ziel so verfolgt, wie wir uns das wünschen würden. Er ist eine Ablenkung. Ich finde, technisch und pressetechnisch gut gemacht. Juristisch hat er Luft nach oben. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rentsch. Das Wort hat die Frau Abg. Karin Müller, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich finde, das Thema ist mindestens genauso aufregend wie Biblis, Herr Kollege Wilkens. Und zum Kollegen Rentsch gleich, der schon wieder weg ist. Zum Glück müssen Sie ja nicht abstimmen heute. Es gibt ja gar keinen Antrag. Es gibt die Bundesratsinitiative, die bereits abgestimmt ist. Jetzt geht es darum, diese im Bundestag umzusetzen. Das noch einmal zur Klarstellung, dass Ihre Stimme heute hier gar nicht gefordert ist. Ich finde es auch wichtig, dass wir das Thema heute zum zweiten Mal behandeln. Herr Rock hat mich nicht verstanden. Soll ich es Ihnen noch einmal erklären? Herr Rentsch hat doch gerade erklärt, dass Sie nicht zustimmen werden. So, er muss aber heute gar nicht zustimmen. So, wir behandeln das Thema Internetkriminalität und Botnetze hier heute zum zweiten Mal. Und das ist auch richtig so, denn das Thema gewinnt immer mehr an Aktualität. Wir hatten das Beispiel Telekom, vor kurzem aber auch erst die Angriffe auf die Justizbehörden. Und es gibt auch die Diskussion nach dem Trump-Wahlkampf über die Social-Botnetze. Ich denke, das ist ein Thema, das im Moment alle sehr intensiv beschäftigt. Denn wenn wir unser Wissen nicht mehr aus seriösen Printmedien, sondern nur noch aus den Social Medias beziehen und diese mit Botnetzen gesteuert sind und uns unsere Meinung sozusagen suggerieren in millionenfacher Höhe, dann ist das einfach fatal, und dann müssen wir dagegen etwas tun. Und es wundert mich auch schon sehr, dass sowohl Herr Wilken als auch Herr Rentsch hier nur von den Unternehmen reden, die sich selbst schützen müssen. Es geht auch um die Bürgerinnen und Bürger. Jeder von uns hat mindestens drei Endgeräte, die nicht sicher sind. Und die Bürgerinnen und Bürger allein, das hat schon das Bundesverfassungsgericht festgestellt, können sich vor den Botnetzangriffen alleine nicht schützen. Deswegen ist es richtig und gut, dass wir das Thema digitaler Hausfriedensbruch und auch das Fahren mit unerlaubter Fahrerlaubnis sozusagen analog zum digitalen Recht auch anwenden. Denn das Strafrecht ist aus dem Jahr 1877. Da gab es gerade einmal eine Schreibmaschine, aber noch kein Internet. Deswegen ist es dringend notwendig, das anzupassen. Deswegen auch vielen Dank an die Justizministerin, die diese Initiative ergriffen hat. Und natürlich ist es richtig, dass Strafrecht das nicht alleine löst. Das Problem ist ja das Problem der Verfolgung. Aber auch da ist dieser Paragraph ja eine Unterstützung, dass man besser in die Verfolgung kommt und dass man dann auch derer habhaft wird, die allein schon den Versuch starten, in den Rechner einzudringen und den Computer zu übernehmen und damit Unternehmen und auch die private Welt zu beherrschen. Aber auch die Forschung muss mitziehen, und da ist Darmstadt erwähnt worden. Aber es gibt auch die Ben-Gurion-Universität, ich glaube, ich hatte es beim letzten Mal auch schon erzählt, die sogenannte Botnets mittels sogenannter Honeypots aufspüren konnten. Das funktioniert genauso wie bei dem Bären. Ihm wird ein Honigtopf vorgestellt, und der wird in diese Falle gelockt. Übertragen heißt das, das Programm erkennt automatisch die Botnetze und auch dann, ob der Angriff von einem Bot oder einer realen Person kommt. Also, das ist der Weg, zum einen die Strafverfolgung, die Forschung, aber auch die Prävention. Natürlich muss jeder auch sehen, wie er sich selber gut schützen kann. Das ist ähnlich. Ja, könnt ihr euch klatschen.
Das ist ähnlich wie bei den Wohnungseinbrüchen. Und auch bei der Wohnung gilt Zutritt verboten. Und Zutritt verboten sollte auch für die Computer gelten. Und natürlich für uns sind die Persönlichkeitsrechte an vorderster Stelle und der Datenschutz zu nennen. Auch in diesem Bereich gibt es einiges zu tun. Denn unsere Daten müssen geschützt sein. Denn niemand will seine persönlichen Daten ausspioniert haben. Die Identität wird übernommen. Diese Fälle gibt es ja alle schon. Und dafür muss das Recht sorgen, dass wir dafür geschützt sind. Auch wenn das Recht immer das letzte Mittel ist, wenn es darum geht, gesellschaftliche Probleme zu lösen, davor immer Prävention, Aufklärung und Eigeninitiative und die Forschung für die Gegenmaßnahmen stehen muss, gibt es auch Notwendigkeiten für angepasstes Strafrecht. Deswegen muss diese Bundesratsinitiative so schnell wie möglich umgesetzt werden. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Das Wort hat die Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Kriminelle Botnetze, die versuchen, unsere Gesellschaft zu verändern in einem Maß, in dem man das nicht für möglich gehalten hätte. Ich bin dankbar, dass wenigstens bei diesem Thema sich hier im Haus alle einig sind. Dieses Phänomen, das wir haben, will ich mit einem Beispiel unterlegen. Es ist noch nicht lange her, nämlich Ende November 2016. Da hatten von einer Sekunde auf die andere plötzlich fast 1 Million Bürger keinen Zugang mehr zum Internet in Deutschland. Und lahmgelegt waren auch alle Telefone, die an einen Internetrouter angeschlossen waren. Es hat bis zu 2 Tagen gedauert, bis man wieder über das Festnetz telefonieren konnte. Das ist ein Beispiel. Dann gibt es als zweites Beispiel, die Frau Kollegin Müller hat es eben schon gesagt, die sogenannten Social Bots. Social Bots sind Software-Roboter, die sich als echte Menschen ausgeben. Sie verbreiten unter Fake-Profilen 10.000-fach potenziert radikale Meinungen oder andere Informationen, je nach Belieben des Administrators dieser Bots. Und wir wissen inzwischen auch, dass andere Staaten und Geheimdienste diese Social Bots benutzen. Die sind besonders gefährlich deshalb, wir sitzen hier im Hessischen Landtag im Parlament, weil sie die Meinungsbildung beeinflussen. Und dafür gibt es auch schon Beispiele. Jeder dritte Tweet zur Unterstützung im Wahlkampf in den Vereinigten Staaten von Trump kam von einem solchen Bot, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es ist auffällig, dass man heute sagen kann, dass der Wahlkampf in den Vereinigten Staaten durch diese Bots beeinflusst worden ist. Das ist ein Angriff auf unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat und ein Phänomen, das es in dieser Form, in dieser Breite und in dieser Masse bisher nicht gegeben hat. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, dagegen müssen wir vorgehen, um unsere Demokratie zu schützen. So, und deshalb gibt es bei uns zwar Strafnormen, das haben die Kollegen schon gesagt. Die Strafnormen sind die Paragraphen 202a, 303a und 303b Strafgesetzbuch. Ja, die haben wir. Aber diese Strafbarkeitsnormen reichen nicht, weil wir eine enorme Zahl von Lücken haben. Und Herr Kollege Eckert, die Lücken, die da vorhanden sind, die haben wir uns nicht einfach ausgedacht, sondern die hat die Praxis gezeigt bei den Ermittlungen, die geführt worden sind. Und die Praktiker, das heißt die Internetstaatsanwälte, die diese Phänomene untersuchen und versuchen, unter diese Normen zu bringen, die haben mindestens 10 Strafbarkeitslücken gefunden bei den Phänomenen, die wir heute haben. Und jetzt will ich Ihnen einmal vorlesen, wie in Deutschland, selbst wenn man den Sachverhalt kennt, im Jahr 2014 die Zahlen aussehen, die verurteilt worden sind. Da gab es das auch schon, das haben Sie ja gesagt, 2014, 15, 16. 2014 nur 84 Personen wegen Ausspähens von Daten, 46 wegen Datenveränderungen und nur 22 wegen Computersabotage verurteilt worden. Warum? Weil es Strafbarkeitslücken gibt, Herr Kollege Rentsch. Und da muss man unterscheiden, ob es um den Vollzug geht oder um die gesetzliche Lücke. In Deutschland und in vielen anderen Staaten kann man nur zur Rechenschaft gezogen werden, wenn es einen Straftatbestand gibt. Und für viele Phänomene in diesen Bereichen gibt es keinen Straftatbestand, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Wer also ein solches Botnetz bisher nutzt, um damit Schadsoftware einzuspielen und andere Dinge zu machen, kann derzeit, jetzt hören Sie gut zu, Herr Kollege von der SPD, nicht bestraft werden. Der Kollege Kutschaty in dem großen Bundesland Nordrhein-Westfalen hat das im Übrigen auch erkannt als einer der wichtigsten Partner und hat sich an die Spitze der Bewegung gestellt. Und viele der SPD-Justizminister haben im Bundesrat dieser Initiative zugestimmt, weil sie wissen, dass in der Praxis die Gefahr für die Länder so groß ist und sie von der Theorie, aber nicht von der Praxis geredet haben. Deswegen einen Vorschlag, wie man dagegen vorgeht, habe ich nicht gehört, außer vorsichtigen Bereichen. Wir sind in einem Prozess, dass alles ausgelotet worden ist. Und der Gesetzentwurf, den wir im Bundesrat eingebracht haben, der hat folgenden Vorteil, dass nämlich in den AGBs, zum Beispiel bei Facebook, drinsteht, dass Botnetze nicht benutzt werden sollen. Und wenn das am Ende in den AGBs drinsteht, dann kann das unter Strafe gestellt werden, wenn jemand diese Botnetze dort einspleist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Social Bots haben auch die Brexit-Debatte, den US-Wahlkampf beeinflusst, die Börsenkurse und viele Dinge mehr. Wir stehen vor einer Bundestagswahl, und ich habe vom amerikanischen Wahlkampf eben beschrieben, was da passiert ist. Alle Parteien, bis auf die AfD, haben sich davon distanziert, den Einsatz von Social Bots im anstehenden Bundestagswahlkampf zu nutzen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt will ich sagen, Herr Kollege Rentsch, wenn diese Vorschrift jetzt nicht schnell beschlossen wird, dann gibt es für den Bundestagswahlkampf keine gesetzliche Regelung, um auch Parteien zu verbieten, so wie die AfD das macht, Social Bots im Wahlkampf zu benutzen. Und für dieses Phänomen, das unter diesen Tatbestand fallen würde, jetzt rede ich gar nicht von den ganzen anderen Strafbarkeitslücken, die davon auch noch betroffen sind, lohnt es, sich dafür zu kämpfen, mit aller Macht dafür zu sorgen, dass im Deutschen Bundestag schnell die Entscheidung fällt, dass dieses Gesetz beschlossen wird, damit die Meinungsbildung in Deutschland durch Social Bots nicht so beeinflusst werden kann, dass Computer die Meinung beeinflussen und wenige Einzelne und nicht die Masse der Wähler und der Bevölkerung. In diesem Sinne lassen Sie uns zusammen dafür kämpfen, dass im Deutschen Bundestag möglichst schnell dieser Gesetzentwurf beschlossen wird und ganz schnell in Kraft treten kann. Vielen Dank, Frau Ministerin Grünheimann. Keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist der Punkt 32 erledigt.